Ich bin Nina, ich habe früher Illustration studiert und arbeite im Moment mit der Grafik. Und im Sommer starte ich meine Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Dazu geführt hat wahrscheinlich, dass ich im privaten Umfeld auch damit zu tun hatte. Ich habe eine ganz andere Seite kennengelernt vom Arbeiten, die halt nicht so bürojobmässig ist. Und durch das hat sich mir wie eine neue Welt aufgetan. Dazu kommt auch, dass man einfach etwas Sinnvolles macht. Es ist nicht einfach ein Job, wo du am Abend heimgehst und denkst, ja, was habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht? Der Finanzierungsbedarf selber, das sind eigentlich einfach die Lebensunterhaltskosten. Weil in der Ausbildung verdient man eigentlich so viel wie bei einer Lehrstelle. Und ich bin schon in dem Alter, eigentlich, wo man eine eigene Wohnung hat. Man muss irgendwie ein Auto haben, um arbeiten zu können. Man muss Krankenkassen zahlen, Versicherungen zahlen. Am Anfang bin ich zuerst beim Kanton eigentlich abgeklärt, ob ich so Anspruch auf ein Stipendium habe. Und das ist bei mir aber, weil es wie eine zweite, tertiäre Ausbildung ist, bin ich dort gar nicht im Vordergrund, auch von der familiären Situation her nicht. Und als Privatperson ist es ja auch recht schwierig, wenn du einen privaten Darlehensgeber möchtest finden, müsste ich einmal jetzt auch nicht wie das anstellen. Ich weiss nicht, ob es etwas Vergleichbares gibt in der Schweiz mit der EducaSwiss. Aber als ich es dann angeschaut habe und vor allem auch mit den ersten Gesprächen, war ich dann mega schnell überzeugt, dass das eine gute und vor allem auch professionelle Sache ist.